Willkommen zu meinem Intro-Video zu PowerShell. PowerShell in der Version 5 sollte jeder haben, der Windows 10 besitzt. Wenn man jetzt Windows 8 oder 7 oder so noch benutzt, oder zum Beispiel Windows Server 2012, der muss sich das nachinstallieren. Denn die meisten Skripte funktionieren nur unter Windows PowerShell 5. Dazu muss man über Google oder sonst einer Suchmaschine nicht unbedingt nach PowerShell suchen, sondern nach dem Windows Management Framework. Zum Beispiel hier Windows Management Framework 5.1, das ist das, was im Moment am meisten benutzt wird. Das kann man dann runterladen. Ich werde den Link in der Beschreibung dazufügen. Und dann hat man eben die verschiedenen Versionen für Windows 2012 Server zum Beispiel oder Windows 7 mit Windows 2008 Server und so weiter, wo man dann runterladen kann und einfach nachinstallieren mit Next, 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 Next. Es gibt auch mittlerweile schon eine Version 7 von PowerShell. Die wird aber noch weitestgehend nicht benutzt, denn wie gesagt, ist noch in Testphase, kann man so sagen. Windows PowerShell finden Sie über das Startmenü. Wenn Sie einfach auf den Startbutton unten links klicken und dann nach PowerShell suchen, bekommen Sie die verschiedenen Versionen angezeigt. Es gibt zum ersten das normale Windows PowerShell, das ist die Konsole. Dann gibt es Windows PowerShell Easy, da hat man ein Fenster, wo man eigentlich seine Skripte ansehen kann und diese dann Zeile für Zeile ausführen kann oder auch komplett. Ideal zum Testen. Und das Ganze gibt es auch in einer x86-Version, also 32-Bit-Version. Ich habe auch schon PowerShell 7 installiert. Dieses gibt es allerdings auch nur in einer 64-Bit-Version. Ich nutze am meisten PowerShell Easy. Am besten sollte man das immer als Administrator ausführen, um keine, sagen wir mal, böse Überraschungen zu bekommen, wenn irgendwie ein Skript hängen bleibt. So, starten wir das mal. Um jetzt herauszufinden, welche PowerShell-Version man hat, gibt es so einen Shortcut, den man benutzen kann. Das ist das PS Version Table. Wie man hier auch sofort erkennt, hat das ISE auch noch den Vorteil, dass wenn man anfängt, etwas anzugeben, dass er das ein Autocomplete hat. Da kann man dann das auswählen. Mit einem Doppelklick bestätigt man das Ganze und dann mit Enter. Da bekommt man dann angezeigt, welche Version man hat. Wie man hier sieht, habe ich eine 5.1er Version. PowerShell-Befehle sind immer ziemlich identisch aufgebaut. Man hat immer einen zuerst einen Verb und dann auch einen Noun. So hat man zum Beispiel get minus noun kann man benutzen, um sich dann get minus verb kann man benutzen, um sich alle Verben anzeigen zu lassen, die momentan existieren. Eigentlich war es ja auch gut, dass ich jetzt dieses getNoun benutzt habe, denn so sehen Sie, wenn Sie einen Fehler eingeben, hat man sofort eine rote Meldung. So gibt es auch zum Beispiel noch das getVerb, zum Beispiel um alle Verben anzeigen zu lassen, wie eben auch getAlias, wo sehr viele Alias drinstehen. Wie soll man sagen, in Skripten wird das halt manchmal benutzt, aber ich muss sagen, dass es damit sehr unübersichtlich wird, denn man weiß nicht immer unbedingt all diese Alias auswendig. Deshalb, wenn ich meine Skripte mache, schreibe ich immer lieber den ganzen Text, als jetzt einfach etwas abzukürzen. Mit CLS kann man dann auch seine Fenster säubern. Und dann noch mit $PSHome wird auch manchmal benötigt. Da kann man eingeben, um das aktuelle PowerShell-Verzeichnis anzuzeigen. Also wo sich die PowerShell-DLL befindet. Da alles momentan noch auf einer Version 1 basiert, also auch die Version 5 basiert auf der 1er-Version, steht das alles in diesem Verzeichnis. Mit $Host kann man sich
auch anzeigen lassen, auf welchem Rechner man sich gerade befindet. Denn man kann auch remote auf andere Rechner gehen. Wie sehen, ist jetzt hier die Infos über meine PowerShell EasyHost, denn ich habe ja mit PowerShell eine Verbindung über eben diese Skript-Umgebung aufgebaut. GetHelp ist auch noch ein sehr wichtiger Befehl, denn da hat man sehr viele Hilfselemente drin. Wenn Sie das erste Mal aufrufen, wird er nachfragen, ob er das alles nachladen soll, also die aktuellen Versionen aus dem Internet. Da klicken Sie am besten Ja drauf und dann wird er das alles nach und nach laden. Das dauert etwas. Danach haben Sie aber dann die aktualisierten Hilfe. Wie Sie hier ja schon auf der Seite sehen, weiß ich auch wiederum mit dem EasyLibre, ist halt eben, dass man alle Kommandos hier sieht, kann man anklicken und dann bekommt man nachher mehr Details. Jetzt muss man natürlich abwarten, dass jetzt alles wieder neu geladen ist, um das alles anzeigen zu lassen. Nachdem dann die ganze Hilfe geladen ist, bekommt man noch eine Zusammenfassung und eine kleine Erklärung, wie die Hilfe an sich funktioniert. Jetzt, nachdem die Hilfe dann geladen wurde, hat man hier auch auf der Seite wieder, wenn man jetzt schaut, die komplette Hilfe zur Verfügung. Und hiermit kann man sich dann die gesamten Befehle zusammenstellen lassen und direkt in das Skriptfenster einfügen, respektive ausführen lassen. Fängt man jetzt an, hier einen Befehl einzugeben, zum Beispiel getService, bekommt man hier eine ganze Hilfe angezeigt mit den Kommandozeilen. Einfacher ist es, wenn man hier getHelp, dann getService zum Beispiel eingibt. Dann hat man auch alle Befehle, alle Details, alle Hilfe zur Verfügung. Mit Syntax, mit wie gesagt, Beschreibung, eine Online-Hilfe und weitere Beschreibung. Kann zum Beispiel noch -example machen. Das wird auch sehr oft benutzt. Dann hat man nämlich auch noch am Ende ein paar Beispiele mit drin stehen. Oder mit Window. Es ist Show Window. Dann bekommt man ein fettes Fenster, wo man auch die gesamte Hilfe mit allen Details anzeigen lassen kann. Alle Parameter sind hier vorgesehen. Beispiele. Das ist die gesamte Hilfelösung, die es online gibt. Und man hat auch noch eine aktualisierte Version, wenn man jetzt hier auf diese Internetseite gehen würde. Normalerweise, wenn man das runterlädt, dann hat man alles schon in seiner lokalen Datenbankkopie. Das war's dann für die erste Einführungsrunde zu PowerShell. In der nächsten Lektion werden wir dann ein paar mehr Details zu verschiedenen Kommandos und so weiter sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.